Kurze Einleitung, fangen wir damit an. Künstliche Intelligenz ist halt natürlich ein Buzzword, ein Hype, der in den Medien in letzter Zeit sehr herumgegangen ist. Wenn wir das mal ein bisschen tiefer graben, dann haben wir natürlich Daten als Ausgangsbasis des Ganzen. Und aber wenn wir wirklich mal in die Tiefe gucken, ins Detail, dann sind es wirklich tatsächlich nur 12% aller deutschen Unternehmen, die momentan noch KI nutzen. Für 86% ist KI überhaupt kein Thema und immerhin 36% möchten das Ganze in ihrer nächstjährigen Unternehmensstrategie aufnehmen. Die folgenden Herren, die wir hier haben, haben dazu eine, ja, ich nehme an, detailliertere Meinung. Und dementsprechend bitte ich meinen Herrn Weißhaar als erstes vorzustellen, was genau Easy Software anders macht, was Easy Software vor allem macht, um Unternehmen dabei zu unterstützen in dem Bereich und vielleicht den Begriff Experience Management nochmal einmal näher zu erklären. Bitte schön. Sehr gerne. Also die Easy Software kommt nicht von Easy, sondern von elektronischer Archivsysteme. Wir sind 29 Jahre im Markt, um Daten zu digitalisieren. Deswegen stimme ich mit meinem Vorredner überein. Die erste Welle der Digitalisierung haben wir bereits hinter uns. Nichtsdestotrotz, wir haben gerade eine repräsentative Studie mit der KPMG gemacht, sind erst 25% der Geschäftsprozesse deutscher Unternehmen digitalisiert. Das heißt, Digitalisierung hat zwar den Inhalt, dass wir irgendwie unsere Dokumente digital haben, aber sie nicht wirklich verstehen und in Geschäftsprozesse einbringen. Und das genau tut die Easy Software heute. Sie versteht Inhalte und bringt sie dann in automatisierte Geschäftsprozesse ein. Das können ganz unterschiedliche Themen sein, wie ganz profane Rechnungsprozesse, wo Sie eine Rechnung scannen, erkennen, matchen gegen eine ursprüngliche Bestellung und direkt verbuchen. Da wird niemand mehr gefragt, sondern das passiert. Und wenn Sie jetzt große, unsere Kunden sind zum Beispiel große Retailer, Handelsunternehmen, für die ist das ein Riesenthema, in der Administration solche Prozesse gut zu machen oder in einem Personalwesen. Können Sie natürlich genauso CV-Parsing, also Sie können Lebensläufe in großer Menge sehr gut verstehen. Ich weiß, dass Roland Berger und die KPMG und andere sehr viele Bewerbungen bekommen und die brauchen Hilfe, um ihre Personalprozesse zu automatisieren. Das tun wir. Und was hat Experience Management damit zu tun? Ein Prozess, den Sie dann irgendwann mal digitalisiert haben, ist der gleiche Prozess, wenn er digitalisiert ist, vielleicht ein bisschen schneller. Wenn er richtig gut digitalisiert werden soll und Sie einen Wettbewerbsvorteil erzielen möchten, dann müssen Sie die Erfahrung Ihres Benutzers zu jedem Schritt in dem Prozess auch verstehen, um zu verstehen, wo ein Prozess nicht gut ist, wo Benutzer abbrechen oder Erfahrungen einfach nicht optimal sind, um dann relativ schnell nachzuschärfen, um bessere Prozesse zu machen. Und Experience Management hilft Ihnen dabei, Ihre operationalen Daten, Ihre Prozesse an jedem Schritt mit der Benutzererfahrung zu verproben und dann wirklich Exzellenz zu erzeugen. Und das ist der nächste Schritt nochmal nach der Digitalisierung, die Prozesse zu automatisieren und dann Exzellenz zu erreichen. Dankeschön. Herr Weißhaar hat schon die Vorleitung gegeben. Herr Kaul, erklären Sie doch mal bitte Roland Berger, wir haben es vorhin schon angeschnitten, was da genau Ihr Spezialbereich ist, vor allem der Bereich Data Analytics, um auch mal unserem Publikum das näher zu bringen. Ja, erstmal zur Einordnung. Das Thema hier ist ja KI, das ist was total Abgefahrenes auf den ersten Blick. Aber in Wirklichkeit ist eben die Brücke zwischen KI und dem, was man hands-on mit Daten machen kann, eben eine ganz breite Brücke. Das Anfassbarste ist Datenvisualisierung. Das ist jetzt wirklich keine große Wissenschaft. Das ist ein bisschen PowerPoint Plus oder Excel Plus. Und das sind eigentlich die Anwendungen, die für Sie am interessantesten sind. Der Herr Walster ist sozusagen die Speerspitze der KI. Der macht ganz abgedrehte Sachen an seine Leute. Aber das ist eigentlich nicht der größte Bereich dessen, was man KI nennt. Das meiste ist ziemlich einfach in der Mitte oder relativ einfach. In der Mitte ist was total Langweiliges, mit dem ich angefangen habe. Nämlich Statistik. Wenn ich Ihnen jetzt gesagt hätte, wir machen Statistik, würden Sie gähnend gehen und niemand wäre gekommen, wenn wir gesagt hätten, wir machen eine Statistikveranstaltung. Aber KI ist im Wesentlichen Statistik in verschiedenen Facetten und manche Facetten davon sind eben einfach und manche sind hochkomplex. Da brauchen wir dann Leute wie den Walster. Aber in Wirklichkeit, in dem, was wir im Unternehmen brauchen, ist es oft was relativ Einfaches, wo Sie aber Zugangsängste haben. Und das ist das, was wir versuchen, Ihnen zu nehmen. Wir versuchen Ihnen aufzuzeigen im Unternehmen, wo brauchen Sie jetzt einen High-End-Akademiker und wo geht es um simple Datenvisualisierung, vielleicht mit einer Schnittstelle, wo Sie dann in 2 oder 3 Jahren sich entscheiden, KI ranzuspielen. Von meinem Werdegang her, ich bin eigentlich VWL-Professor an der Universität des Saarlandes und habe hochakademisch eben mit Statistik und Ökonometrie angefangen, wollte aber irgendwie niemand kaufen, kriegt man veröffentlicht, aber keiner will es kaufen. Und irgendwann sagen die Leute, ja, also kannst du jetzt ein Angebot abgeben hier, wir machen aber, du musst KI machen. Ich mache aber kein KI, mache nur Statistik. Und irgendwann schlug ich ein KI-Buch auf, hieß Maschinelles Lernen, und da stand in der Unterschrift Statistisches Lernen. Da dachte ich, naja
gut, vielleicht mache ich ja doch ein bisschen KI. Sektion 2, Regressionsanalyse. Weil das ist ja total langweilige Statistik. Und dann merkt man irgendwann, das, was als KI verkauft wird, ist einerseits ein Riesenhype, deswegen sind Sie hier, andererseits überhöht es die ganze Sache aus praktischer Perspektive. Viel von dem ist sehr einfach. Und das ist die wichtigste Message für Sie. Sie können auch alle KI machen, auch wenn Sie noch nie in Ihrem Leben programmiert haben. Besser können Sie programmieren, aber wenn Sie es nicht können, geht die Welt nicht unter. KI ist trotzdem möglich. Würde ich auch gleich mal aufgreifen. Momentan, das haben Sie gerade schon erwähnt, ich habe auch das Gefühl, dass KI extremes Buzzword gerade ist, extremer Hype und dass oftmals die Marketingabteilung oftmals auch auf einen stochastischen Algorithmus, der einfach ein Problem löst, oftmals den Stempel KI draufdrückt, um es ja besser zu verkaufen, um das Image ein bisschen aufzupolieren. Ist auch was Sie bestätigen können? Ja, ich kann es Ihnen ganz konkret sagen. Ich habe einmal sehr viel Geld verloren als in meinem Startup, weil ich einen Pitch hatte mit einer großen Versicherung und die wollten eben ein KI-Modell kaufen. Ich wollte aber kein KI-Modell verkaufen, weil der Datensatz gar nicht so groß war. Da war es, als vorher sehr schön gesagt, wenn die Datensätze sehr, sehr groß werden, ist die Mustererkennung mit modernen KI-Methoden sehr weit fortgeschritten. Aber die meisten praktischen Daten, das sind Marketing-Datensätze, ein Einkaufsdatensatz, ein HR-Datensatz, die sind gar nicht so groß. Da kommen wir mit normalen Standardmethoden auch relativ weit, will aber keiner kaufen. Deswegen gebranntes Kind, heute verkaufe ich auch nur noch KI. Und wenn das Projekt verkauft ist, kann man dem Kunden immer noch sagen, hör mal zu, es tut auch, das kleinere Paket ist auch übrigens günstiger. Sehr schön, ja genau. Angeschnitten, KI für Marketing, das Stichwort für Sie, Herr Ferro. KI, Marketing und Handel. Was können wir uns darunter vorstellen? Ja, ich hab heute gelernt, wir sind die Wahnsinnigen, die mit KI in Marketing in Deutschland reingehen. Das merken wir, glaube ich, auch. Wir sind eine Gruppe von Leuten, wo eine Tugend des Handels glauben. Wenn wir, sage ich mal, so auf den Marktplatz zurückdenken oder zum Herrenausstatter gehen und in die Filiale reingehen, dann sehen wir, dass die eine gewisse Tugend haben, die Menschen zu verstehen, die Empathie zu erkennen und auch gewisse Zyklen in dem Einkaufsprozess besser darstellen zu können. Und genau diese Intelligenz projizieren wir mittels KI. Also wir fangen auch Machine Learning an, wir machen auch Predictive Analytics, transformieren wir in die digitale Welt, weil wir glauben daran, dass wir vor einer Online-Retailing-Apokalypse stehen. Also wenn man sich die aktuellen Zahlen anguckt, dann 40% des gesamten Umsatzes machen 10 Player. Ja, danach kommen 120.000 Online-Shops, die glauben irgendwie erfolgreich zu sein, nur weil wir digital sind. Wir haben aber verkannt zu erkennen, was der Konsument, der User eigentlich möchte, weil das Erste, was wir machen, ist auf der Startseite ihm ungefähr 10 Gutscheine anzuzeigen, den Chatbot und all die möglichen Dinge, sodass wir ihn ja nicht mehr gehen lassen. Und genau das versuchen wir entlang seiner Customer Journey intelligenter zu machen, für Online-Shops, aber auch für große Retailer. Wir haben selber gemerkt, dass im Marketing ist es gar nicht so einfach, erfolgreich zu werden. Wir fangen jetzt auch teilweise an, Predictive Analytics oder auch im B2B-Bereich Predictive Maintenance zu machen. Also das heißt, wir wandeln uns natürlich, wir sind 10 Leute. Wir müssen natürlich auch gucken, wo wir unser Geld verdienen, aber der Kern ist zu sagen, wir müssen im Online irgendetwas tun, wir müssen uns um Kunden wieder verstehen, weil wir haben ihn einfach verkannt zu verstehen. Also ich meine, seit 5 Jahren kaufe ich blaue Pullis, weil der Onlinehandel glaubt, ja, nur weil ich einmal einen blauen Pulli gekauft habe, dass ich immer blaue Pullis als Recommendation haben möchte. Ja. Meine Frau findet es nicht so toll, aber genau das machen wir hier aus Hamburg heraus. Ja. Danke. Nicht aus dem Silicon Valley. Danke dafür. Herr Gottlach, wir machen einen kurzen Sprung. Was fasziniert Sie als Zukunftsforscher am Thema KI? Und was hat das mit dem Begriff Exnovation auf sich? Was interessiert mich oder fasziniert mich an KI? Ist, glaube ich, ich sag mal, da schlägt eher mein Soziologenherz rein. Ich bin eigentlich Soziologe und Politikwissenschaftler, bevor ich Zukunftsforscher geworden bin. Und ich beobachte jetzt eigentlich immer so das Gegenteil von dem Hype. Also wir Zukunftsforscher sagen eigentlich, der Hype ist schon längst vorbei. Ich finde es aber trotzdem total witzig, dass ich auch für nächstes Jahr komplett eingeladen werde auf Veranstaltungen, die sich natürlich um KI drehen. Und das liegt daran, dass während die Hype-Welle sozusagen abflaut, ja jetzt erst sozusagen die Durchdringung natürlich in die Märkte erfolgt. Was gleichzeitig damit einhergehen wird, und das ist eine ganz krasse, drastische Botschaft, die ich aber auf jeden Fall hier auch platzieren muss. Das wird Sie nicht treffen, weil Sie sind ja heute Abend hier, heute Nachmittag. Wir werden nächstes Jahrzehnt mit einem gigantischen Massensterben an Unternehmen hier in Deutschland erleben, weil nämlich ganz viele sich darum überhaupt nicht scheren. Wie war es? 86% denken so, ja, KI ist für mich nicht so relevant. Und das Problem dabei ist nicht, weil Sie das nicht relevant finden, sondern weil Sie keine Use Cases finden, weil Sie nämlich, also die Unternehmen, viele Unternehmen nicht verstanden haben, dass es nicht darum geht, zu
digitalisieren, sondern es geht darum, das Geschäftsmodell neu zu denken. Und da würde ich auch noch mal kurz widersprechen zum Eingangsstatement, dass es hier nicht darum geht, Prozesse zu automatisieren, zu digitalisieren und dann von der Maschine erledigen zu lassen. Es geht darum, das Geschäftsmodell komplett anders zu denken, aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Letzter Punkt, und dazu müssen wir, da bin ich ganz bei Frau Beer, eine Haltung entwickeln. Aber das kann man nicht von oben aufoktroyieren, sondern ich finde das finnische System genial dafür. Das muss eine sehr pädagogisch wertvolle Bildungsmaßnahme sein, die aber auf ganze Nationen angewandt werden muss. Vielleicht nochmal da einzusteigen. Ich glaube, Gerne. Es gibt durchaus mehrere Cases, Digitalisierung zu machen und KI zu nutzen. Zum einen haben Sie natürlich Effizienzcases, und wenn wir mal in einen wirtschaftlichen Downturn kommen, wird das der Haupttreiber sein für eine ganze Zeit. Ja, das müssen wir einfach mal realistisch sehen. Und wenn da die Unternehmen, wir haben eine repräsentative Studie mit der KPMG zusammen gemacht, erst 25% ihrer Geschäftsprozesse digitalisiert haben. 25% im Effizienzcase, dann werden sie gegen den chinesischen oder vietnamesischen Outsourcer nicht mehr spielen können. Das heißt, ich glaube nicht nur, dass es den einen Case gibt, natürlich müssen wir auch Geschäftsmodelle neu denken. Und in den ganz profanen Dingen glaube ich wirklich, dass KI sehr einfach ist und es Lösungen dafür gibt. Da muss man kein Programmierer für sein, man kann die einfach nutzen. Und man kann sowohl Geschäftsmodelle und digitale Modelle neu denken, man kann aber auch Effizienzmodelle neu denken. Und deswegen glaube ich und teile Ihre These nicht, dass es auf das eine reduziert wird. Ich muss die Frage geht gleich mal an Sie beide, aber Sie beide auch. Ich wollte es an Gondlach machen, weil er ja als einziger jetzt nicht Unternehmer ist in dem Sinne. Aber, Herr Weißer, was wäre denn Best Case aus Ihrer Sichtweise, wo wir es gerade schon aufgegriffen haben? Best Case für den Einsatz von KI. Jetzt abgesehen von der Technik, wie sie gerade Stand ist, aber wie wir auch das wirklich in 5 Jahren vielleicht. Na gut, Best Case, erstmal ist KI ja nicht das Allheilmittel. Wir nutzen KI zum Beispiel, um aus Unmengen an Daten Inhalte zu erkennen. Ja, bei Dokumenten, das können Sie sicher nachvollziehen, semantische Daten, Vertragsinhalte sind halt nicht immer gleich geschrieben, das ist nicht 0-1. Vieles wird heute mit Mustererkennung gemacht und wenn Sie zum Beispiel eine Rechnung, um ein profanes Beispiel zu nehmen, in Deutschland scannen, haben Sie eine DIN-Norm, super. Ja, wenn jetzt nehmen Sie mal eine türkische, eine arabische oder eine chinesische Rechnung, dann ist das Ding hinfällig. Und wenn Sie Prozesse automatisieren wollen, müssen Sie nicht einen schönen Bildschirm haben mit einem Ergebnis, sondern Sie müssen gucken, dass das Ergebnis in einen Prozess eingeht, mit Sie eine Automatisierung haben, damit Sie einfach besser werden als andere. Weil die anderen können es definitiv günstiger produzieren, als wir es in Deutschland können. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass neben der Digitalisierung, die Erkennung von Mustern, ich eben automatisierte Prozesse abfahren kann, die mir dann eben wirklich Wettbewerbsvorteile schaffen. Mhm. So, wenn jetzt die deutschen Mittelständler sagen, ich bewege mich von 25% Digitalisierung meiner Geschäftsprozesse auf 35% in 2 Jahren, dann ist der Anspruch zu niedrig. Sondern wir müssen da deutlich besser werden. Wir haben selbst versucht, dann Menschen zu finden, die sich mit diesen Themen beschäftigen. In Nordrhein-Westfalen, wir kommen mitten aus dem Ruhrgebiet, gibt es keine Hochschule, die einen KI-Lehrstuhl hat. Dann haben wir halt eine Stiftungsprofessur selbst gegründet und haben gesagt, wir geben jetzt der Hochschule Geld, die sollen einen KI-Professor einstellen. Ja? Damit wir das einfach machen. Für mich wäre das Ziel, dass wir diese Technologie leichter konsumierbar machen, gerade für Mittelständler, Großunternehmen haben da weniger ein Problem, um eben Anwendungscases zu schaffen, die uns wettbewerbsfähig machen. Über Geschäftsmodelle, über Effizienzmodelle, das ist dann am Ende des Weges egal. Ja? Und wenn wir das schaffen, und die Politik ist mir da ein bisschen zu langsam, um ehrlich zu sein, dann gewinnen wir, glaube ich, auch. Ja. Sie haben mir gleich 2 Stichworte gegeben, die ich auf jeden Fall auch habe. Das eine ist, ich will auf den Fachkräftemangel gleich vielleicht mal zurückkommen. Das andere ist, ich habe leider die anderen Diskussionen nicht mitbekommen, aber ich bin mir sicher, dass auch schon das Stichwort DSVGO schon mal heute gefallen ist. Und das ist natürlich das eine Punkt der Mittelstand. Sie haben es gerade erwähnt, das sehe ich auch. Oftmals als Problem für kleine Unternehmen sowieso utopisch, aber auch der Mittelstand kämpft gerade momentan extrem damit. Aber ja, Datenerhebung ist in Deutschland mit Hürden verbunden. Das ist keine Frage. Und wenn wir da in andere Länder gucken, wie China, China kann man fast schon sagen, Wilder Westen, ja, USA, ja, eigener Fall. Aber ja, in Deutschland sind wir sehr reguliert. Die Frage, ist das sinnvoll? Was halten Sie davon? Oder sind wir auf einem genau richtigen Weg? Na, die Regulierung ist ja nicht vom Himmel gefallen. Die Menschen wollen hier mehr Regulierung haben, weil sie Datenschutz ernster nehmen als in anderen Ländern. Und deswegen ist unsere Regulierung so. Dass unsere Daten schlechter sind oder schlechter zugänglich sind als in China oder in den USA, stimmt nicht. Unsere amtlichen Statistiken sind absolut Weltklasse. Statistisches Bundesamt, Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, die BA, haben super hochqualitative Daten, vielleicht noch getoppt durch die skandinavischen Länder, aber gegen alle anderen Länder sind wir voll wettbewerbsfähig. Zweiter Punkt, können wir die Daten integrieren mit modernen Daten, also nicht verknüpfen Standarddaten mit Standarddaten, sondern mit Facebook-Daten, Amazon-Daten. Da sind wir vielleicht ein bisschen hinterher, aber auch da
ist nicht so, dass wir total hinterher sind und deswegen Wettbewerbsfähigkeit komplett verlieren. Eine Parallele. Wir haben eine total ähnliche Diskussion gehabt in den 1970er und 80er Jahren über IKT. Sind wir auch total hinterher gegenüber USA etc. etc. Sehen wir das in den Produktivitätsstatistiken, dass wir in den 70er, 80er, 90er Jahren abgehängt wurden gegenüber den USA? Nein, ist nicht passiert. Und das Gleiche ist hier mit den Effizienzthemen, mit den angeblichen. Natürlich sparen wir über Automatisierung von Prozessen hier und dort Kosten, wunderbar, aber das ist nicht das, was uns die riesen Wettbewerbsfähigkeit bringen wird. Das muss sein, es wird auch passieren. Ganz ehrlich, ob es 2 Jahre früher oder später passiert, das wird uns nicht umbringen. Der andere große Bereich sind die Sprunginnovationen. Wo sind wir wirklich Weltklasse? Ob wir Weltklasse sind in der Spracherkennung oder nicht, ganz ehrlich, das wird uns nicht arm machen. Zweiter Punkt von Ihnen, Fachkräfte. Da haben wir natürlich ein Thema. Also das eine ist, wir haben Fachkräftemangel, alle anderen haben es aber auch. Ich kurz unterbrechen, ich komme gleich aber darauf zurück, weil bevor wir den Fachkräfte rausspringen, das nämlich den Herrn Faro, weil Sie sind ja wirklich Marketing und Handel, das ist ja wirklich direkt am Konsumenten, deswegen mal aufgegriffen. Ist es wirklich, diese Hürden, sind die wirklich unproblematisch oder erleben Sie da teilweise Probleme? Konsumenten B2B, B2C ist natürlich ein ganz anderer Bereich, würde ich jetzt mal so in den Raum stellen. Ich glaube, die Hürde ist immer, sage ich mal, unsere Ansprechpartner im B2B-Bereich, in den Marketingabteilungen. Wir selber arbeiten nur mit pseudonymisiert. Also von daher war es uns eh egal. Uns hat DSGVO nur viel Geld gekostet als Unternehmen, als kleines Unternehmen, aber tangiert hat es uns nicht. Grundsätzlich geht es natürlich dahin zu sagen, okay, umso weiter, umso näher ich den Kunden kenne, umso besser kann ich natürlich ein Targeting betreiben. Nichtsdestotrotz ist er genauso wie in der Filiale. Mich hat in der Filiale bis jetzt auch noch niemand persönlich angesprochen. Also es geht auch anders. Mit den Datensätzen geht es, aber wir merken es natürlich bei unseren Kunden, dass es enorm schwierig ist. Ja? Also es hat sie alle lahmgelegt, ein halbes, dreiviertel Jahr. Wenn nicht sogar ein bisschen länger. Und es ist ein großes Thema, weil sie alle glauben, im Sales Funnel, wenn man sich den Sales Funnel anguckt, dann sind 20% erkannt, wo ich mit personalisierten Daten letztens hantieren müsste. 80% sind quasi nicht erkannt. Da könnte ich dann quasi pseudonymisiert umgehen. Also von daher, wir sehen das eher jetzt erstmal nicht ganz so kritisch und wir jammern auch nicht immer. Also das Jammern lähmt uns ja. Wir sagen, okay, die Daten, die wir haben, mit denen wollen wir arbeiten, mit denen wollen wir das Beste draus machen. Deswegen sage ich auch so, wir haben so viele Daten in den Unternehmen, warum stürzen wir uns immer auf die, die angeblich in die DSGVO gestürzt werden, sondern lasst uns die Datensätze, Datenquellen angucken, die letzten Endes da noch alle ins Raster passen. Wir haben genug zu tun. Ja? Aber das ist so das typische Haltungsthema in Deutschland. Erstmal schieben wir das, wir schieben ja immer alles auf andere Länder, ja, oder auf andere, auf die Regierung und die haben es alle verbockt, ja, und wir gucken lieber zu sagen, okay, welche Datensätze haben wir? Also es ist kritisch, natürlich, weil der Kunde an sich, also der Händler für uns der Entscheidende ist oder die entscheidende Kraft, aber wir selber sehen es nicht so. Was ich auch oft beobachte, dass Unternehmen, sagen wir mal gerade im mittelständischen Bereich oder auch, aber auch im größeren Bereich, dass die Daten oftmals auch abgegeben wird. Also man nutzt gar nicht die Chance, die eigenen Konsumentendaten zu erheben, sondern verlässt sich da auch auf Google, Microsoft, IBM und falls jemand da sitzt, aber wird gerne abgegeben. Klar, auch ist das auch ein völlig finanzieller anderer Background, aber die Frage ist, ja, ist das sinnvoll, wenn Sie so mal so im Großen und Außen betrachten oder sind da wirklich diese, haben wir das Rennen im allgemeinen Sinne schon gegen die Giganten, die Tech-Giganten verloren? Ja, klar, in bestimmten Aspekten sicherlich, gar keine Frage, aber nicht in allen. Und ich finde zwei Dinge interessant. Professor Wahlstatt hat das vorhin angesprochen. Einmal das Thema Normierung. Das wird eine gigantisch große Rolle spielen. Tut es jetzt schon, wenn man ehrlich ist, wenn man genau hinschaut. Ich weiß nicht, ob das aber zweitens wieder sozusagen so einen wirtschaftlichen Motor in Gang setzen kann, wie das sozusagen andere industrielle Güter getan haben. Als Exportgut, weil eine Norm verkauft man ja nicht. Mhm. Klar, da haben wir vielleicht hier ein paar Vorteile, Informationsvorteile, aber das ist ja in der Informationswelt auch nicht mehr, also nicht mehr unteilbar. Insofern, jein. Das, was uns ja, oder was, man sagt immer so schnell uns, wer ist eigentlich uns? Die zentraleuropäischen Staaten, die sind, da kann man schon wirklich einen Durchschnitt ziehen. Denen liegt es nicht und die Kultur liegt uns nicht, die Investitionskultur, sage ich mal, wie das in den amerikanischen, vor allem weststaatlichen Bundesländern gemacht wird, throw money at the problem. Deswegen denken die aber auch in ganz großen Dimensionen und trauen sich sozusagen immer 10 Unternehmen zu unterstützen, davon überlebt halt nur 1 oder 2, vielleicht überleben 5, aber 1 lohnt sich nur. Mhm. Das widerspricht der absoluten Struktur hier, der Historie auch absolut und der Regulation. Wir sind halt langsamer, wird auch so bleiben. Ich habe gerade vorhin gehört, dass WeChat kennen wahrscheinlich alle Chinesisch, dass es
eine App-Integration gibt, wo man in sein Umfeld sehen kann, wer Schulden hat und wie hoch die Schulden sind. Also so viel zum Thema Datenerhebung in anderen Ländern. Und das mal als aufgegriffen Fachkräftemangel. Auch in China, auch gerade erst gehört, dass es KI als Schulfach geben wird. Deutschland, ja, sind wir da, glaube ich, weit davon entfernt. Noch dazu ist es, glaube ich, in den Unternehmen oftmals so, dass sich hauptsächlich die Führungsebene mit KI beschäftigt. Und da möchte ich wieder zurück an Sie geben, weil Sie vorhin schon so schön angefangen hatten. Also ich sehe nicht, dass wir meilenweit hinterher sind. KI als Schulfach klingt jetzt super beeindruckend. Meine Tochter ist 8, Grundschule, 3. Klasse, hat eine AG Programmieren. Wird nicht jetzt hart programmiert, sondern werden so Icons durch die Gegend geschoben. Aber das ist der Einstieg in KI. Jetzt können Sie Ihre AG KI nennen und dann sind wir genauso weit wie die Chinesen. Die interessantere Frage ist, wie kriegen wir denn mehr Leute dazu, solche AGs zu machen? Auch wieder Beispiel meiner Tochter. Wir suchen jetzt die weiterführende Schule. Meine Frau will, dass sie mit Latein anfängt. Ich will, dass sie mit einer Schule anfängt, wo in der 5. Klasse programmiert wird. Und sie können nicht beides machen, weil die Zeit knapp ist. Das ist sozusagen die Entscheidungsfindung über den Lebenszyklus. Nächste Entscheidung, was studieren Sie? Frauen tendieren dazu, zu einem hohen Anteil Geisteswissenschaft zu studieren und weniger technische Fächer. Finde ich persönlich schade, weil die Selektion nicht nach Talent läuft. Es gibt sehr viele talentierte Frauen, die eben nicht die technischen Fächer machen. Nächste Stufe, auch die, die nichts Technisches studieren. Zum Beispiel, ich habe sehr viele BWLer in Saarbrücken unterrichtet. Die Vorlesung hieß früher Ökonometrie, 8 Teilnehmer. Habe ich umbenannt, empirische Wirtschaftsforschung mit Maschinen im Lernen, Hütte voll. Ja? Nur BWLer drin. Ja. Label, genau. Nur Betriebsstelle drin, da müssen sie halt Abstriche machen, da sind ein paar Formeln weniger, die Software ist gewechselt von R auf ein Pull-Down-Menü-Software, aber der Inhalt ist der gleiche. Das heißt, die kommen auch an nicht technisch denkende Leute mit solchen Themen ran und das geht durch über den gesamten Lebenszyklus. Letzter Punkt, Zuwanderung. Wir reden immer über Fachkräftemangel im hochqualifizierten Bereich. Ich persönlich denke, es geht um den höchstqualifizierten Bereich. Und das wird zu wenig diskutiert. Wir müssten 10.000 von mir aus Osteuropäer, von mir aus auch gerne Frauen, die eben Mathe, Physik, Informatik studiert haben, ja jedes Jahr nach dem Bachelorstudium automatisiert rein ins Masterstudium und dann mit Aufenthaltserlaubnis ausstatten. 10.000 jedes Jahr. Das sind Lösungen für ein Thema, wo ich denke, wo wir auf dem richtigen Weg sind, den Schwerpunkt aber einen Tick falsch setzen. Höchstqualifikation und dann lernen über den Lebenszyklus an jeder Stufe mehr Technik. Herr Weißer, bei Ihnen im Unternehmen, wie hoch ist die Frauenquote? Nein. Ja, das kann ich Ihnen sagen, zu niedrig. Ja. Zu niedrig, ne? Ja, das ist ziemlich exakt 20%. Deswegen haben wir neben der Stiftungsprofessur, ich glaube das auch, was mein Vorredner gerade gesagt hat, das ist jetzt nicht, Sie brauchen nicht die absoluten Top-Spezialisten, weil die großen KI-Engines da sind, sondern Sie brauchen Menschen, die Datenmodelle bauen können, die Datenextraktion betreiben. Das ist heute nicht mehr so kompliziert, da muss man notfalls nicht mal mehr programmieren können, sondern Sie müssen in die Anwendungscases kommen, damit die von der Wirtschaft, auch vom Mittelstand verstanden und übernommen werden. Zurück zu den Skills. Wie gesagt, wir haben eine Stiftungsprofessur gegründet, weil wir eben glauben, dass wir die Menschen nicht bekommen. Aber jetzt machen wir das mit der Universität zusammen, zwar im Anwendungsbereich, nicht im Grundlagenbereich, weil ich glaube, da ist die Messe in weiten Teilen gelesen oder uns fehlen die Mittel dafür. Und was wir gemacht haben, wir haben ein Frauenprogramm aufgelegt und haben gesagt, wir fördern Frauen ganz besonders, insbesondere auch in den technischen Berufen, aber eben auch in Richtung Work-Life-Balance, wenn sie Kinder kriegen, wenn sie sich mit diesen Themen befassen wollen, also Talentförderung, Frauenprogramm, Arbeitsbedingungen so schaffen, dass es funktioniert, Heimarbeit und so weiter. Und ich glaube, wenn man das im Kleinen macht und die Unternehmen das weiter austreiben, dann wird das hinterher am Ende des Weges auch ein gutes Ergebnis bringen. Und genauso geht das ja dann auch zurück ins Unternehmen. Wir müssen die Menschen nicht nur ausbilden, sondern wir müssen ja auch die Mittelständler, die in Deutschland tätig sind, dahin bringen, dass sie mit dem Thema Digitalisierung, KI was anfangen können. Und das haben wir ja auch noch nicht geschafft in weiten Teilen, wenn das 25% der Geschäftsprozesse digitalisiert sind, dass wir die Menschen eben mitnehmen und sagen, wir fällen jetzt mal Entscheidungen für die Digitalisierung. Mhm. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und ich glaube, wenn wir die Ausbildung breit genug aufstellen, dann gelingt uns das auch. Mhm. Herr Verhoeven. Kleineres Vertreter eines kleineren Unternehmens, kann man so sagen, glaube ich. Also wir sind auf jeden Fall mehr Frauen bei uns. Und da haben wir das schon mal geschafft. Wenn wir Fachkräfte suchen, dann stehen wir einfach vor Roland Berger und sagen, bei uns ist cooler. Also da haben wir prinzipiell kein Problem. Ich glaube auch allgemein, natürlich haben wir, also man spricht von Fachkräftemangel. Ich glaube eher, dass wir einen Mangel haben an Menschen, die den Unternehmen zeigt, wie man KI einsetzen kann. Also eher so die hypothesengetriebenen Menschen, die sagen, hey, KI für den und den Anwendungsfall. Weil die großen Unternehmen, die holen sich alle irgendwie Data Scientisten rein und wissen sowieso nicht, was sie machen sollen und machen dann einen Case rum und verbrennen da sehr viel Geld. Also ja, von daher bin ich da ein bisschen gespannt.
Also nicht nur bei Roland Berger, auch bei Chibo, Edeka und so. Den wir überall. Okay, gehen wir mal ein bisschen abseits vom Wirtschaftlichen. Also wir haben immer noch einen wirtschaftlichen Kontext, aber wir wollen mal ein bisschen abstrakter werden. Und dafür habe ich mir mal drei Fälle für den KI-Einsatz rausgesucht und für die Erhebung von Daten im Speziellen, was technisch schon möglich ist, was auch gemacht wird. Die Frage ist, ich möchte mit Ihnen anfangen, Sie sind immer ein bisschen neutraler. Was würden Sie befürworten? Würden Sie sagen, das sollte man durchführen? Das wäre, wie der vorhin auch schon angesprochen, ein Geschäftsmodell für die Zukunft. Sollte man das fortsetzen? Steigt mit der Provokation. Erstens Vorhersage von Hautkrebs. Zweitens Prognose für die Erteilung der Kreditwürdigkeit, also Predictive Schufa sozusagen. Mhm. Da wusste ich noch nicht, als ich die Fragen aufgeschrieben habe, dass die Chinesen das in der WeChat-Integration haben. Und letzter Punkt, Prognose für die Rückfälligkeit von Straftätern, also Resozialisierungstool quasi, Hautkrebs. Ja, vorantreiben, unbedingt in die App bringen, an jeden verteilen, heute schon. Predictive Schufa? Gespaltenes Verhältnis hängt vom Datensatz ab, hängt von der Institution ab, denen die Daten gehört, der die Daten gehört. Aber so, also Staat jetzt oder eher privat? Wenn, dann Staat. Und die Resozialisierung von Straftätern. Ich meine, da brauchen wir jetzt nicht reden über den Staat, aber ist das aus Ihrer Sichtweise ein Modell? Hängt, glaube ich, tatsächlich auch von der Schwere des Falls ab. Also Kriminalprävention wird ja heute schon in einigen Landkreisen auch angewandt, finde ich auch gut und richtig und wichtig. Was mit ganz einfachen Dingen ja beginnt, von wegen Ausleuchtung, einfach Beobachtung von, wo haben wir hier irgendwie Stadtgebiete und Fälle, wo einfach viele Fälle auftauchen, ganz einfache Statistik. Wenn es in den Bereich geht der personenbezogenen Daten, wo wir auch vielleicht Emotionen mit rein messen, die Unternehmen, die Emotionen messen sozusagen, die meinetwegen noch ein Modell entwickelt haben wollen für neuronale, also menschliche neuronale Netze, diese Information reinzubringen und dann zu sagen, ich kann das übrigens vorhersagen, so Minority Report, das finde ich extrem schwierig. Ja. Also vorsichtig. Das möchte ich mal genau aufgreifen, weil das ist ja eigentlich auch Ihr Bereich. Also natürlich die KI, die wir jetzt gerade haben, ist eine schwache KI, klar, aber wer weiß, ein paar Jahren für den Handel, was sagen Sie? Oder in dem Sinne, wir springen gleich mal zur Resozialisierung, weil es war so schön aufgegriffen. Ja, ja, ich würde jetzt auch momentan noch sagen, auf jeden Fall starten, erste Testfälle mal gucken, ja, wer weiß, was passiert, vielleicht nicht ganz mit den harten Fällen, ja, vielleicht irgendwelche Straftäter, wo es, sag ich mal, ein bisschen das Ausmaß nicht so hoch ist, aber grundsätzlich definitiv ist es ein Anwendungsfall. Aber auch Emotionen erkennen, auch diesen Bereich definitiv, gerade, ja. Im Bereich Marketing, ja. Ist natürlich sehr spannend. Ja, da sind wir natürlich teilweise schon, ja, wenn man Gesichtserkennung macht und dann könnten wir es letztendlich, wird natürlich dann wieder reguliert, dadurch, dass wir es nicht machen dürfen. Also, sind wir dann doch wieder beim Start und der Regulierung? Ja, also gut, was heißt nicht machen dürfen? Ja, es wird irgendwann mal kippen, ja, und wenn wir dann irgendwann mal dabei sind, zu sagen, okay, wir wollen nicht noch weiter abfallen, dann wird es auch regulatorisch quasi aufgehängt, aber wir müssen damit quasi schon anfangen und wir sind ja schon mittendrin. Also wie gesagt, es gibt schon Anwendungsfälle, wo man ganz klar auf Basis der Mimik Kaufverhalten identifizieren kann und letztendlich auch marketingtechnisch Dinge ausspielen kann. Und am Ende des Tages ist ja auch immer eine Frage, stimmt der Käufer zu oder stimmt er nicht zu? Ja, und die Frage ist, wie man zustimmt. Also früher war es so, ich komme aus Süddeutschland, da ist man noch zum kleinen Schlecker gegangen, gibt es nicht mehr, deswegen darf ich ihn nennen. Und da hat die Verkäuferin einen immer persönlich gekannt, hat gesagt, ja Benjamin, wie geht's dir, wie geht's deiner Mutter? Da hat niemand über Datenschutz gesprochen und es hat auch niemand aufgeregt, dass die mich kannte und wusste, dass ich immer ein Laugenbrötchen wollte. Und jetzt regen wir uns, sage ich mal, tierisch auf in der Online-Welt. Also ich glaube, wir müssen eher auch mal die Menschheit dazu bringen, zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. Und natürlich mit gewissen Security-Richtlinien, aber ich bin da ein bisschen entspannter. Ja. Ich wollte aber noch dazu sagen, zur Schufa finde ich cool, ja, weil wenn ich wüsste, dass ich in 2 Jahren nicht mehr kreditwürdig bin, würde ich das gerne jetzt wissen. Also von daher finde ich schon, ja, also wenn man vorhersehen kann, dass das alles schief läuft mit uns im Marketing, mit KI, dann möchte ich es lieber jetzt wissen. Dann kann ich 2 Jahre vorher schon was dagegen tun. Ja. Ich möchte den Punkt nochmal, weil Sie aus der Lehre kommen und damit auch die Lehre vertreten, von Ihren Studenten gegenüber, haben die da auch keine Berührungsängste, alles die Punkte, was jetzt zum Beispiel Herr Verrohr angesprochen hat? Nein, die Studenten haben heute keine mehr. Das ist wirklich ein Bruch in den Generationen. Also meine Generation Ende 40 hat Berührungsängste, dann die Generation Mitte 30, da ist es so halbe halbe, aber die Jüngeren Anfang 20, das sieht sehr gut aus. Die Generation Z, die gibt ja auch ihre Daten ohne Probleme raus. Instagram kannst du das auch machen. Aber zum Beispiel Vorhersage von Ausfallwahrscheinlichkeiten. Ich habe sowas gemacht bei Roland Berger. Ausfallwahrscheinlichkeiten prognostiziert mithilfe von Bilanzdaten, ergänzt um Daten, die wir über Webcrawling, über öffentlich verfügbare Daten kriegen. Also das ist ein klassischer Anwendungsfall. Also Schufa, Digitalisierung, das ist sozusagen, ich will nicht sagen, es ist kalter Kaffee, aber das ist eine der naheliegendsten Anwendungen, die wir auch implementiert haben und die wir auch verkaufen.
Okay, wir haben noch ein paar Sekunden. Deswegen, Herr Weißer, Sie können sich eins aussuchen: Hautkrebs, Kreditwürdigkeit, bedingte Schufa oder die Rückfälligkeit von Straftätern und die Bewertung. Was wir noch machen wir es ganz einfach. Hautkrebs funktioniert heute schon digital besser als anders wie. Genau, tatsächlich. Schufa bin ich völlig dabei. Das kann man heute problemlos digitalisieren und über KI auswerten. Gibt es tolle Ergebnisse. Bei der Straffälligkeit von, also bei der Rückfälligkeit von Straftätern bin ich ein bisschen skeptisch. Da reicht unsere KI heute nicht aus, wirklich alle Aspekte zu berücksichtigen, da sie ja doch über Menschenleben reden, die sie am Ende da auf der einen und auf der anderen Seite möglicherweise in Betracht ziehen müssen, halte ich das für einen sehr schwierigen ethischen Prozess, den ich, glaube ich, in den aktuellen Mitteln nicht machen würde. Wir haben uns als Firma darauf committed, nur die guten Digitalisierungsfälle zu machen und ebenso Grenzfälle nicht zu tun. Dankeschön. Und jetzt bekommt jeder noch ein Schlusswort. KI in 5 Jahren, 1, 2 Sätze, was wünschen Sie sich? Was wären Ihre Erfolgsaussichten, wenn Deutschland oder Europa oder generell, wenn sich die KI in eine absolut positive Richtung entwickeln würde? Der wichtigste Engpass ist, dass die Leute es annehmen. Also ich sehe nicht so sehr die Probleme auf der Seite der Wissenschaft oder der Unternehmen, sondern dass wir als Bürger in Europa digitaler werden, vergleichbar zu den Chinesen. Das fände ich wirklich gut. Dankeschön. Weißer? Digitalisierung, künstliche Intelligenz leicht konsumierbar machen und für Anwender besser erklären, da können alle, glaube ich, helfen. Ja. Darf ich 2 Gedanken mitgeben? Das erste, dass tatsächlich auch die 3 Milliarden komplett abgerufen werden und wir eigentlich nachstocken müssen nach 2 Jahren oder so, sozusagen mehr Geld auch reinfließt und dann auch mehr Dynamik entsteht. Das zweite, dass wir nicht immer vom Problem her denken, sondern von der Lösung. Und dann eben halt, ich habe mich eben auch lumpen lassen, nicht sagen, wie können wir eigentlich die Rückfälligkeit von Straftätern vorhersagen, sondern wie können wir eigentlich dazu führen, dass Menschen nicht straffällig werden. Minority-Part. Anders, Bildung. Warum? Ja, ich schließe mich da an, also hypothesengetriebenes Datendenken, dass wir einfach wie Unternehmer glauben oder glauben, dass Daten uns in unserer Entscheidungsmacht, egal welche Entscheidungen KI treffen wird, uns auch helfen lassen dabei. Und wenn wir so weit kommen, ich glaube, dann ist technologisch sind wir gut aufgestellt. Dankeschön. Ich bedanke mich ganz herzlich bei all meinen 4 Gästen. Sehr interessante Artikel. Danke.